Дорогие ДКУшники, herzlichen Glückwunsch zum Tag der Deutschen Einheit. Heute vor 30 Jahren ist Ostdeutschland und Westdeutschland zusammengekommen. Wie gestern die Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, es ist ein Anlass zu großer Freude und Dankbarkeit. Zu einer Einheit werden, es ist ein großer Prozess und immer eine große Herausforderung, aber auch eine Chance. Herausforderungen tragen zur Stärkung des Prozesses bei. Wachstum und Entwicklung kommen erstmal in einem Prozess zusammen. Das gibt uns auch eine große Möglichkeit und eine große Chance, sich weiterzuentwickeln. Wie sie auch sagte, Frau Merkel, Bildung, vor allem Bildung, danach auch Business und die geistige Kultur eines Landes bedeuten seine Stärke und sichern sein Wachstum. Frau Merkel und Präsident Tokayev im Dezember 2019, wo sie zusammen in Berlin trafen, sie haben auch über die DKU gesprochen. Auch ein Tag der Einheit ist für uns eine Chance zu feiern. Diesen Tag wollen wir feiern für ein weiteres Wachstum, Zusammenkommen vom Lehrpersonal, Studenten, von Weiterentwicklung unseren Studienprogrammen, wissenschaftlichen Kompetenzen und auch studentischen Leben. Wir wollen einen Beitrag liefern als DKU zur Entwicklung der deutsch-kasachischen Bildungs- und kulturellen Beziehungen. An diesem Tag, Tag der Deutschen Einheit, möchte ich uns allen eine große Einheit wünschen. In der DKU und auch darüber hinaus. Einen schönen guten Tag und guten Morgen. С праздником!